mal so die erste Ballbesitzphase um den 16er so ein bisschen rumspielen. Ja, der kommt gefährlich! Ja. Und Kusta muss hin und das macht er richtig gut. Oh, das war ein richtig ekliger Ball, ne? Und wieder Grifo. Hat, wie gesagt, für die Karlsruher Jugend mal gespielt. Dann ging die Karriere aber mal so richtig steil. Von Grifo, also von den Besten quasi gelernt. Na gut, in die Mitte und da ist es passiert. 1-0 für den SC Freiburg. Die Ablage von Hofmann. Ist auch immer wieder schön zu sehen, dass er die Wege nach hinten mitmacht. Jetzt wäre mal die Möglichkeit da. Das ist eine gute Gelegenheit. Und er hat nicht viel gefehlt. Toller Eingang. Ja, bis auf die ersten 10 Minuten, die mir nicht so gut gefallen haben. Da haben wir ja, folgerichtig auch ein Tor bekommen. Manchmal gibt es so Minuten, wo es sich dann auch abzeichnet. Das war so ein paar. Und danach wurde es aber anständig. Bisschen einfaches Gegentor zum 0-2. Ansonsten glaube ich, wäre das so in Ordnung gegangen, wir hatten auch unsere 1-2 Aktionen und ja, die zweite Halbzeit fand ich dann auch nochmal einen Ticken fast besser, da haben sie das Ganze fortgesetzt und ja, das war insgesamt in Ordnung. Und dass er eine gute Schusstechnik hat, das hat er ja schon das ein oder andere Mal bewiesen, das war eine starke Bewegung von Kübler, aber am zweiten Pfosten steht niemand, nochmal die Möglichkeit und der nächste Abschluss von Sigilla. Jetzt die nächste Kontergelegenheit, Sigilla. Bekommt er auch zu viel Freiraum. Nächster Abschluss. Und oh mein Haar. Also es bleibt dabei irgendwie. Die Abstände, die stimmen noch nicht so. Ja, ist einfach hier wieder eine keine gute Entscheidung hier gewesen, den Ball passieren zu lassen. Glaube ich, kurze Unstimmigkeit im Mittelfeld gewesen, wer den Ball nimmt. Und dann sieht man einfach, es geht schnell bei Freiburg. Ja? Sie haben schnelle Spieler, kurze Ballkontakte. Gutes Passspiel und dann bist du relativ zügig vorm Tor und ja, das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal. Ja. Aber auch die Position von Grifo ist sehr interessant. Ne? Also manchmal ist er Zielspieler auf dem Flügel, dann zieht er wieder in die Mitte ein. Jetzt der gute Steckpass und die nächste Gelegenheit und das nächste Tor. 2-0 und es macht's der Außenverteidiger. Es macht's Lukas Kübler. Muss man fairerweise sagen, hat das sich aber auch verdient bislang durch eine echt gute erste halbe Stunde. Kübi macht es sowieso immer nach meiner Meinung recht gut. Und jetzt macht er eine atypische Bewegung, atypisches Laufverhalten. Ich glaube, unsere Kette hat gedacht, er geht nach außen und zieht dann aber plötzlich nach innen. Und dann kommt der Ball einfach auf Punkt genau. Und ja, Rest dann relativ leichtes Spiel für ihn. Das hatte grundsätzlich organisatorische Gründe heute, weil wir die Jungs, die viel gespielt haben, nach einer halben Stunde rausnehmen wollten und sie dann noch separat belasten. Das war so von der Organisation her einfacher. Ist auch mal was anderes vom Ablauf. Einfach auch mal für die Jungs mal ein bisschen Rhythmus brechen. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig und die Spielzeit wäre die gleiche gewesen, nur was anders drum. Und ja, ausprobieren ist vielleicht in der Innenverteidigung zu viel. Weil da ist nicht mehr viel. Also von dem her haben wir Gordi und Felix und Kilian, der das für mich hochanständig heute gemacht hat aus meiner Sicht, Kilian Jakob. Und trotzdem müssen wir schauen, dass wir Kobi hoffentlich bis Ingolstadt wieder an Bord kriegen. Das wäre eine Möglichkeit. So, jetzt vielleicht. Ja, macht das ganz stark und das ist die dicke Gelegenheit zum 1-2, aber wieder scheitert Dominik Kota. Dieses Mal kommt er ein Stück näher, denn dieses Mal muss Opov eingreifen, der da stark gemacht hat. Ja, ist seine Spezialität. Da hat er schon außergewöhnliche Fähigkeiten, wie gesagt. Aber er muss sich halt immer wieder in die Situation bringen. Ne? Und es geht viel über auch taktische Disziplin, auch erstmal über die Defensivarbeit zu verrichten. Dann kommen die Situationen. Oh, da ist es! Und zack, ja. Da fällt er dir ins Wort, der Dominik Kota. Und jetzt macht das also im Nachfassen sozusagen. Und dieses Mal haben die Abstände beim SC Freiburg nicht gepasst. Ja, Domme hat es immer selber in der Hand. Es ist ganz einfach, wenn Domme klar ist, wenn er wach ist, im Defensivverbund, dann hat er nach vorne genug Möglichkeiten. Gar nicht so überraschend für mich mit dem Kopf, weil er ein sehr gutes Timing, eine Sprungkraft hat. Er hat Möglichkeiten im Offensivspiel im 1 gegen 1, aber
Im Fußball ist es so, dass man sich immer wieder klar machen muss, in welcher Mannschaft spiele ich, was muss die Mannschaft leisten, damit sie Punkte holen kann. Und bei uns kommt das Offensivspiel auch zum Tragen, aber wir werden Spiele nicht nur über die Offensive gewinnen, wie die letzten Wochen gezeigt haben, sondern wir müssen unseren Laden dicht machen. Dazu brauchen wir alle Mann. Weil ein bisschen höher fahren müssen mit den Ausgaben, was sie ja auch, wie gesagt, getan haben. Und ich glaube, wenn man vor 2 Jahren gefragt hat, ob man Maximilian Eggestein nach Freiburg holen könnte, hätte jeder gesagt, ja, sofort. Und jetzt hast du die Möglichkeit gehabt, durch den Abstieg von Bremen. Er ist auf jeden Fall ein Qualitätsspieler. Ich glaube, von den Grundtugenden passt er auch sehr, sehr gut zu Freiburg. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, erfolgsversprechend. Jetzt gucken wir erstmal auf Kota. Sehr stark gemacht, Schleusener. Kann sich da nicht durchtanken. Ja, sehr ordentlich, wie die gesamte Mannschaft in Summe. Ich nehme mal Effe noch mit dazu, der jetzt als U17-Spieler hier noch eine Halbzeit, glaube ich, sich sehr ordentlich präsentiert hat, wo man überhaupt gar keinen, für mich keinen Unterschied von draußen bemerkt hat. Und ja, das ist so ein Weg, den wir immer wieder parallel gehen müssen, dass wir, wenn es die Jungen sich verdienen, wenn sie sich aufdrängen, dann bei uns auch ein Thema werden. Das geht dann allerdings auch immer wieder in beide Richtungen und auch für Ricardo und für die anderen war es einfach wichtig, Minuten zu sammeln. Und ja, jetzt haben wir mal eine Basis und auf der werden wir weitermachen. Ja, das war's. Das dürfte es dann gewesen sein. Ja, am Ende des Tages steht es ein 2:1 für den SC Freiburg nach diesem Testspiel. Es gibt trotzdem warmen Applaus von den Fans, die hier heute dazugekommen sind.